Mahlzeit. Und willkommen zurück und danke an jetzt schon über 1900 Abonnenten. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Aber was machen wir heute? Nun, ich habe einen Anruf bekommen von dem netten Herrn aus der Werkstatt und habe mich gefragt, ob ich doch mal eine Tonnen-Shit-Ladung irgendwas Scheiße vor den TÜV kippen kann. Nun, wahrscheinlich hat sein Metalcore keinen TÜV mehr bekommen und er ist ein bisschen angepisst deswegen. Einziges Problem, das ich habe, mein Scheißelaster ist leer. Eurer ja wahrscheinlich auch. Aber zum Glück gibt's ja hier auf dem Weg in die Stadt, kann man hier was aufladen und da und da und da. Ihr seht, es gibt einige volle Klärgruben. Also wollen wir doch gleich mal durchstarten. Ja, genau. Ja, ihr seht, leer. Radikal leer. Nehmt euch auf jeden Fall was zu essen mit, weil es wird eine lange Fahrt. Wenn euer Laster leer ist. Ihr schafft das übrigens an einem Tag. Ohne Probleme. Ja, ich weiß, ich soll eigentlich vorglühen, aber es geht schneller. Komm, 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 komm. Na, also geht doch. So, denn immer vorglühen, ha? Geht doch auch ohne vorglühen. Na, klasse. Wenn möglich, bitte wenden. Aber ich glaube, ich werde euch die ganze Prozedur ersparen hier mit diesem Scheiße aufsammeln. Wisst ihr alle, wie das geht? Wenn nicht, Scheiße Jobvideo angucken. Dort seht ihr es. Also dann, bis gleich. So, habt ihr dann endlich geschafft. Gut, genau. Habt ihr es dann endlich geschafft, hier mal alles aufzusammeln und euren LKW wirklich ran voll zu bekommen? Ja, ich weiß, es geht auch, wenn er nicht ganz voll ist. Aber ja, im Livestream gesehen. Aber er soll wirklich schon ziemlich voll sein. Und ihr seid hoffentlich nicht ins Loch gefallen. Mein Schlauch wieder mitnehmen. Warum darf er nicht abgerissen ist jetzt? Ja, wenn er abgerissen ist, naja, das war halt abgerissen. Oh, er ist abgerissen. Okay. Ja, okay, Zappelschlauch. Meine Güte, der ist aber auch lang. Wieso kann ich eigentlich mit Schlauch in der Hand nicht rennen? Aha, das dauert wieder. Ja, ich stehe euch eure wertvolle Zeit. Haha. Ja, Gott. Deckel zu.
Sicherheit geht alle an. Ich wollte nicht, dass hier jemand reinfällt. Weil reinfallen ist nicht schön. Nein, nein. Gut. LKW voll. Weiter geht's. Mit der eigentlichen Aufgabe, die ich euch heute zeigen wollte. Ah, los geht's. Handanker? Handanker hier. Ah, dieses Gerube von dem Ding. Ja, Luft ist wieder voll. Alles gut. Ich habe Durst. Schade. Gut. Machen wir halt hinten rum. So ein bisschen schöner zum Einparken. Verbremsung. Genau, was ihr jetzt noch tun müsst, ist, stellt euch einfach ziemlich hier vor dieses Tor, wo ihr eigentlich reinfahrt, um TÜV zu machen. Ja, ungefähr so. Ja, das sieht gut aus. Und lasst die Suppe raus. Und dann schnell wieder rein. Erster Gang, Handanker. Und geht schön langsam über den Platz. Ja, wirklich alles schön hier verteilt. Ja, der TÜV ist scheiße. War schon immer so. Warte, nein, Leerlauf. Leerlauf, jetzt. Nun, wie ihr seht, haben wir hier jetzt mal eine schöne Ladung Scheiße verteilt. Ventil zu. Aber wo bekommt ihr jetzt die Belohnung her? Nun, die Belohnung gibt es natürlich an der Werkstatt. Das heißt, wir fahren zurück zur Werkstatt. Entschuldigung, an der Werkstatt angekommen. Aussteigen. Hoffen, dass der Typ da ist. Wenn nicht, kommt einfach am nächsten Tag wieder. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, tada, sind hier 10 Flaschen feinster Wodka für euch. Viel Spaß beim Besaufen. Und weil Fragen aufkommen. Nein, ich kann den Motor nicht mitnehmen. Nein, ich kann die Schrottautos nicht wieder zusammenbauen. Bis jetzt zumindest nicht. Wer weiß, was in kommenden Updates alles noch kommt. Also, lasst euch überraschen. Hoffe, euch hat Spaß gemacht, mir zuzuschauen wieder. Und wir sehen uns doch hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Lasst doch noch einen Daumen da. So ungefähr. Na? Und nicht vergessen, Samstag, Livestream, wie immer. Macht's gut und haut rein.